Also, ich werde heute Abend über die vier Brahma-Viharas sprechen. Das sind vier universelle innere Haltungen uns selber gegenüber, den anderen Menschen gegenüber und dem Leben gegenüber, die wir in der buddhistischen Geistesschulung systematisch üben und entwickeln können. Von den vier Brahma-Viharas wird gesagt, dass sie das beste Heim für uns kreieren. Brahmas sind die höchsten Götter dieses Daseins und Vihara hat die Bedeutung von Aufenthaltort, Heimstatt oder Heimat von Herz und Geist. Sie werden auch unbegrenzt genannt, weil sie alle Lebewesen einschließen, auch als göttliche oder himmlische Verweilstätten oder Aufenthaltsorte nennt man sie. Die vier Brahma-Viharas sind Metta, liebende Güte, Herzensgüte, eine der mächtigsten und wichtigsten Qualitäten in der Praxis und überhaupt auch im Leben. Ich habe einmal eine Lehrerin gehabt, die hat gesagt, Metta ist ein riesiger Riese, ist aber blind und die Weisheit ist ein Zwerg, der diesem Riese auf der Schulter sitzt und zusammen können sie Berge versetzen. Und in meiner Erfahrung denke ich, das ist ein sehr gutes Bild, weil Metta ist wirklich eine riesige Kraft, braucht aber die Weisheit, damit sie wirklich sinnvoll wirken kann. Die zweite Brahma-Vihara ist Karuna, Mitgefühl. Die dritte ist Mudita, Mitfreude, die Fähigkeit, sich am Glück anderen zu erfreuen. Und die vierte ist Upekkha oder Gleichmut, inneres Gleichgewicht. Diese vier Qualitäten sind unsere eigentliche Grundnatur. Sie sind uns innewohnend, sie werden aber oft verdeckt von negativen Zuständen von Herz und Geist. Bei allen vier Brahma-Viharas geht es einerseits um die Transformation unseres Herzens, ob unsere Wünsche für den Empfänger in Erfüllung gehen oder nicht. Darauf haben wir keinen Einfluss. Auf der anderen Seite geht es bei der Brahma-Vihara-Praxis aber auch darum, Sammlung zu entwickeln, zu vertiefen und zum Teil wird Metta speziell wird auch gebraucht, um in die Jhanas, in die Vertiefungsstufen reinzukommen, also diese zu entwickeln. Alle vier Brahma-Viharas sind Gegenspieler zu negativen Kräften. Wenn Herz und Geist von Metta erfüllt sind, können unheilsame Zustände in uns nicht da sein und nicht wirksam sein. Ich werde auf Metta nur ganz kurz eingehen, weil Metta den meisten von euch bekannt ist, am meisten bekannt ist und auch am meisten geübt wird. Ich habe zwar in der Gruppe heute gemerkt, dass es doch einige unter euch gibt, die Metta nicht so gut kennen und denen würde ich empfehlen, mal ein Metta-Tag oder Wochenende oder so zu machen, um das kennenzulernen. Alle vier Brahma-Vihara-Praxis ist eine Absichtspraxis. Wir wollen in diese Richtung gehen, wir wollen frei werden, wir wollen verzeihen können, wir wollen inneren Frieden entwickeln. Es ist eine enorm kraftvolle Absicht. Wir rufen permanent das Beste in uns auf. Wenn wir Metta entwickeln wollen, kann es von sehr großer Hilfe sein, wenn wir mit Menschen sind, die diese Qualität ausströmen. Gleich und gleich gesellt sich gerne. Es färbt sozusagen ab. Sich an Metta-Menschen erinnern kann hilfreich sein. Vorbilder zu haben von Metta-Menschen. Und das müssen überhaupt nicht unbedingt spirituelle Menschen sein. Es gibt Menschen, die tragen diese Kraft ganz, ganz natürlich in sich. Wenn wir mit einer inneren Haltung von Metta anderen Menschen begegnen, leiden wir nicht, auch wenn der andere nicht tut, was wir möchten. Mit Metta ist es egal, was der andere macht. Wenn der Geist von Metta erfüllt ist, stellt er absolut keine Bedingungen. Und er ist auch nie enttäuscht. Metta können wir uns vorstellen wie ein sanfter Regen, der so auf alles leise rieselt,
ganz alles ganz genau gleich. Metta ist es egal, ob uns die Wesen nahe sind oder weit weg, bekannt oder unbekannt, geliebt oder sogar gehasst, freundlich, hässig, schön, hässlich. Es ist für Metta ist es wirklich egal. Metta wird überhaupt nicht beeinflusst von dem, was die anderen tun. Mit Metta schaffen wir immer Offenheit, inneres Gleichgewicht und Verbundenheit. Wir nehmen Kontakt mit dem Guten im anderen Wesen auf, mit dem Wesen, mit dem wir üben wollen. Wenn Metta in einem Menschen stark entwickelt ist, hat das eine Auswirkung auf die unmittelbare Umgebung. Ich selber konnte das einige Male erleben, als ich bei Belehrungen beim Dalai Lama war. Es war wirklich sehr eindrucksvoll, wie diese Masse von Menschen, manchmal über 10.000, von Stunde zu Stunde wurde die Atmosphäre liebevoller, freundlicher, verbundener. Es war wirklich sehr, sehr eindrücklich und ich hatte ganz kürzlich das Glück, einen Tag mit Bruder David Steindl Rass zu verbringen, einem 84-jährigen Benediktinermönch. Viele kennen ihn sicher, er hat viele Bücher geschrieben. Und wir konnten einen Tag mit ihm im Austausch sein und das war so beeindruckend, diese Ausstrahlung von Akzeptanz. Es ist absolut in Ordnung. Liebe bedingungslos und dieses Ausströmen von, es ist wirklich in Ordnung, du bist absolut in Ordnung. Und beim Abschied hat er uns so in die Arme genommen und verabschiedet und ich fühlte mich nachher wirklich wie von einer Metta-Dusche durchdrängt. Und es hat mich wirklich lange begleitet und noch heute, wenn ich an ihn denke, an diesen Tag, merke ich, wie so die Qualität wieder spürbar wird. Wenn Metta intensiv geübt wird, entsteht oft ein angenehmes Gefühl in der Herzgegend. Es gibt aber auch Menschen, die spüren überhaupt nichts, also kein Gefühl. Und das Gefühl ist auch nicht wichtig, das ist wirklich Nebensache, denn es ist ja eine Absichtspraxis. Wir kultivieren damit eine innere Ausrichtung. Es geht bei Metta darum, eine innere Haltung einzuüben, um mit dieser Haltung dann auch den Dingen des Lebens begegnen zu können. Wir möchten in Frieden kommen mit dem Leben, so wie es jetzt gerade ist. Metta nimmt bedingungslos an, wie das Leben ist, und sieht das Gute in uns und auch im anderen. Wir sagen also sozusagen ein totales Ja zu unserer Unvollkommenheit. Metta bringt uns selber und anderen Wertschätzung entgegen oder, wie Buddha sagt, unser größter Schutz im Leben ist unsere Herzensgüte. Metta ist also die erste Brahma-Vihara, die zweite ist Mitgefühl, Karuna, Erbarmen. Es ist der Wunsch, alle Lebewesen mögen frei sein von Schmerz, Kummer und Leid. Es ist eine natürliche, spontane Reaktion eines mitfühlenden Menschen, sobald er in Kontakt mit Leiden kommt. Der traditionelle Satz bei der Karuna-Meditation heißt, mögest du frei sein von Leiden und Schmerz. Karuna ist grundsätzlich die gleiche innere Haltung wie Metta. Hier richten wir aber unsere Aufmerksamkeit auf das Leiden des Lebewesens, mit dem wir üben. Das Objekt der Meditation ist sozusagen verschieden. Hier ist es das Leiden des Lebewesens und nicht das Wohlergehen. Karuna wird auch beschrieben als das Beben des Herzens in Resonanz, wenn es vom Leiden eines anderen Wesens berührt wird. Mitgefühl spürt das Leid im anderen auf und lässt sich davon berühren. Karuna entsteht spontan, wenn wir Leiden in uns selber und im anderen wirklich fühlen, wenn wir dem begegnen. Und der Wunsch entsteht, zu helfen und das Leiden zu lindern und zu tun, was möglich und nötig ist. Dieser Wunsch entsteht ganz spontan und selbstverständlich, wenn wir uns verbunden fühlen.
Wenn wir von Mitgefühl sprechen, meinen wir aber sehr oft das Mitgefühl mit den Menschen, die sich in einer weniger glücklichen Lage befinden als wir selber. Wenn wir aber versuchen, wirklich mitfühlend zu handeln, merken wir oft recht schnell, dass das sehr viel mit Arbeit an uns selber zu tun hat. Mitfühlen bedeutet, die Gefühle zuzulassen, die auftauchen, sobald wir vom Leiden eines anderen Wesens wirklich berührt werden. Wir spüren unseren Schmerz und den Schmerz des anderen wirklich. Aufrichtig mit einem offenen Herzen für jemanden da zu sein, bedeutet sich nicht zu verschließen, auch dem eigenen Leiden gegenüber. Wahrscheinlich habt ihr diese Erfahrung in der Stille schon oft gemacht, dass Leiden aus uns selber dann plötzlich auftaucht. Wir wenden uns den schmerzlichen Gefühlen zu und öffnen uns für diese. Wir lassen jeden Aspekt von uns zu, auch den, den wir gar nicht mögen. In meiner Erfahrung ist das nur möglich, wenn wir zumindest ansatzweise ein gewisses Verständnis von Leerheit entwickelt haben oder entwickeln. Oder man könnte mit anderen Worten auch sagen, wenn ich erkenne, dass alles Leben miteinander verbunden ist. Wenn ich erkenne, dass auch die ungeliebten Aspekte von mir selber, wie alles andere, durch Ursachen und Wirkungen entstanden ist. Und wenn ich das erkenne, kann ich mich allmählich auch diesen ungeliebten Aspekten in mir selber zuwenden und mich dafür öffnen. Oft entdecken wir, dass wir an anderen ablehnen, was wir auch an uns selber ablehnen. Wenn wir uns selber für unveränderlich halten und uns aufgeben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir auch andere für unveränderlich aufhalten und sie aufgeben. Roger Bernie Glassman, Zen-Lehrer in Yonkers in New York, der Projekte für Obdachlose realisiert hat, sagte: Ich tue in Wirklichkeit meine Arbeit nicht, weil ich irgendjemandem helfen will, sondern weil ich glaube, dass die Annäherung an Bereiche der Gesellschaft, die ich früher abgelehnt habe, dasselbe für mich ist, wie die Arbeit an unterdrückten Aspekten von mir selber. Mitgefühl zu entwickeln heißt, sich wirklich radikal zu öffnen. Karuna entsteht dann, wenn wir beginnen, allem, was wir fühlen, mit Freundlichkeit zu begegnen. Wenn wir beginnen, Mitgefühl mit den verhassten und schmerzhaften Aspekten in uns selber zu empfinden, wächst auch unser Mitgefühl mit anderen. Mitfühlend zu sein heißt, wir hören auf damit, Recht oder Unrecht zu verteilen. Und wir beginnen, zu hören, zu fühlen und zu sehen, wie der andere wirklich ist. Echtes Mitgefühl kann nur in einem offenen, vorurteilsfreien und weiten Raum entstehen. Wie können wir dazu beitragen, dass die Aggression im Universum abnimmt statt zunimmt? Wie lernen wir mit jemandem, der uns verletzt hat, so zu kommunizieren, dass die Situation nicht noch aggressiver und zorniger wird? Es beginnt damit, dass ich bereit bin, das, was ich oder die andere Person erlebt, auch tatsächlich zu fühlen, zu verstehen. Dass ich offen und annehmend den Gefühlen in mir und im anderen begegne. Dass ich mich bemühe, wach und mitfühlend mit dem zu sein, was in mir und im anderen auftaucht. Ich habe einige Jahre in einem medizinischen Callcenter gearbeitet und die Leute, die mussten da anrufen, weil sie aus finanzieller Not dieses billigste Versicherungsmodell gewählt hatten. Die wollten gar nicht anrufen, die wollten eigentlich keine Beratung, viele. Und sie mussten aber, und oft mussten sie manchmal fast 20 Minuten warten, bis sie endlich eine Beraterin am Draht hatten. Und das Erste, was ich oft zu hören bekam, war eine Schimpftirade auf mich. Also auf diesen Betrieb und auf mich. Und oft wurde es auch sehr persönlich. Wenn es mir aber gelungen ist,
mich wirklich einzufühlen in diese Menschen und zu verstehen, und ich habe sehr gut verstanden, dass sie wütend sind, wenn ich das ihnen vermitteln konnte, dass ich sie verstehe und dass es mir leid tut und dass ich alles Mögliche tun werde im System, um das Ganze nicht noch unangenehmer zu machen, dann hat sich oft diese Wut, die da spürbar wurde, wie ein Ballon zusammengeschrumpft, und nicht selten habe ich am Schluss des Gespräches ein Danke erhalten für das Gespräch. Wenn wir mitfühlend sind, fragen wir nicht nach der Berechtigung für die Empfindung und wir beurteilen auch nicht den Schmerz. Mitgefühl kommt aus einem liebevollen Annehmen der Situation, so wie sie jetzt gerade ist. Wir erkennen und wir sagen Ja zur Tatsache, dass Leben auch Schmerz beinhaltet. Manchmal muss Mitgefühl auch Härte zeigen und jemanden konfrontieren, weil nur so noch größeres Leid vermieden werden kann. Auch da möchte ich ein Beispiel bringen von einer meiner Lehrerinnen, Sharon Salzberg, die eine amerikanische Lehrerin von mir, die hat erzählt, als sie als ganz junge Frau, ich glaube sie war kurz über 20, in Indien praktiziert hat, in einem Meditationszentrum, kam sie einmal spät abends mit der Ritschka ins Zentrum zurück, sie wurde gefahren, und da hat ein riesiger betrunkener Mann, hat sie versucht aus der Ritschka zu zerren, und sie hatte furchtbar Angst, und sie war in einem Meta-Retreat damals, und als sie dann, der Ritschka-Fahrer hat es geschafft, sie heil ins Zentrum zurückzubringen, und als sie das ihrem Lehrer, dem Munindraji, erzählt hat, sagte sie, er hätte sie voller Mitgefühl angeschaut und gesagt, aber Sharon, in diesem Moment wäre Mitgefühl gewesen, dass du deinen Schirm genommen hättest und ihn mit aller Wucht diesem Kerl über den Kopf geschlagen. Ja, und ich denke, das ist manchmal nötig. Aber es braucht Weisheit, um zu wissen, wann, ne? Mitgefühl entsteht aber niemals aus dem sich abwenden. Im Mitgefühl ist immer eine Bewegung zum anderen hin enthalten. Ich spüre und verstehe den Schmerz des anderen in mir. Mitgefühl hat also sowohl den Aspekt der rationalen Klarheit wie auch den der emotionalen Resonanz. Mitgefühl ist, da es ein Aspekt der Liebe ist, genauso grenzenlos und vorbehaltlos wie Metta. Es ist aktiv, Handlung und Empfindung zugleich. Mitgefühl entsteht spontan, wenn wir Leiden aufspüren. Mitgefühl will nicht kontrollieren oder loswerden. Es ist die Energie von Metta, die sich als Mitgefühl manifestiert, wenn sie auf Leiden trifft. Ich möchte auch ein Beispiel bringen. Ich habe als Krankenschwester sehr lange auf einer onkologischen Station mit Sterbenden gearbeitet, und das hat mich vielleicht letztendlich zum Dharma gebracht, denke ich heute. Und ich war immer erstaunt, wie der Kontakt und die Beziehung mit diesen Menschen, die in einer so außerordentlich ausgesetzten, verletzlichen Situation sind, wie das einfach wirklich Mitgefühl in mir ausgelöst hat. Als wenn jemand auch sehr schwierig war, ich konnte nicht anders als tiefes Mitgefühl empfinden. Auch Karuna hat wie alle Brahma-Viharas einen nahen und einen fernen Feind. Der entfernte Feind von Karuna ist Grausamkeit, Brutalität, Gewalttätigkeit, verletzende, zerstörende Aggression. Der nahe Feind von Karuna ist Kummer oder sich grämen. Das heißt, ich sehe das Leiden des anderen, lasse mich davon aber nicht berühren, sondern ich wehre es sofort ab. Ich will es sofort weghaben und gebe vielleicht sogar leichtfertig einen Ratschlag, damit es für mich erledigt ist. Ich will es nicht wirklich spüren. Erst wenn wir es wagen, uns von dem Leiden berühren zu lassen, ist es wirkliches Mitgefühl. Es braucht innere Stärke, um Leiden zu spüren und sich davon nicht überwältigt, um davon nicht überwältigt zu werden oder zu verzweifeln.
Und dann gibt es noch das überhebliche Mitgefühl. Wir schauen auf den armen Leidenden hinab. Wir sind getrennt von ihm. Wir denken vielleicht sogar, zum Glück passiert das mir nicht. Für die meisten Menschen ist es einfacher, Kontakt zum Leiden anderer herzustellen als zum eigenen Leiden. Vielleicht habt ihr das auch schon ein bisschen bemerkt, wie schwierig das ist. Aus diesem Grund beginnt die formale Karuna-Praxis damit, dass wir Kontakt mit dem Leiden eines Menschen aus unserem Umfeld aufnehmen. Wir wählen eine bekannte, vertraute Person aus, bei der das Leiden offensichtlich ist. Es ist aber hier besser, wenn wir nicht mit einer Person beginnen, die uns allzu nahe ist, weil das uns emotional mitreißen könnte. Wir sollten auch niemanden wählen, bei dem wir Abneigung spüren, weil hier echtes Mitgefühl schwerfallen kann, zumindest zu Beginn der Praxis. Bei der Karuna-Praxis suchen wir die Empfindung, die uns mitfühlen lässt, und wir benutzen den Satz, also die Worte, nur als Transportmittel für diese Empfindung. Dann können wir auch noch Karuna üben mit den Menschen, die selber Schmerz und Leid verursachen. Dies geht von der Erkenntnis aus, dass ein Mensch, der anderen Leid zufügt, zwingend auch sich selber schadet, sowohl jetzt als auch in der Zukunft. Ein Mensch, der absichtlich andere verletzt oder ihnen Schaden zufügt, kann selber kein glücklicher Mensch sein. Aus einem friedlichen, freundlichen, glücklichen Geist entsteht kein Bedürfnis, andere zu verletzen oder ihnen zu schaden. Diese Übung ist nicht einfach, aber sie beinhaltet sehr viel Weisheit. Wir verurteilen und wir verdammen nicht mehr, sondern wir beginnen die Welt unter dem Aspekt des Leidens und dem Beenden des Leidens zu sehen, egal in welcher Form sich dieses Leiden zeigt. Meister Chinul, ein koreanischer Zen-Meister des 12. Jahrhunderts, sagt: Auch wenn wir wissen, dass ein gefrorener Weiher ganz und gar Wasser ist, ist doch die Wärme der Sonne nötig, um ihn zu schmelzen. Auch wenn wir zu der Tatsache erwachen, dass ein gewöhnlicher Mensch Buddha ist, ist doch die Kraft des Dharma nötig, dass die Buddha-Natur unsere Schulung durchdringt. Wenn der Weiher geschmolzen ist, fließt das Wasser frei und kann zur Bewässerung und zum Waschen benutzt werden. Bis hierher haben wir also Metta, liebende Güte, und Karuna, Mitgefühl, betrachtet. Die dritte Brahmavihara ist Mitfreude oder Mudita. Es ist die Fähigkeit, sich am Glück der anderen zu erfreuen. Es ist der Wunsch, dass das Glück, der Erfolg, das Wohlergehen einer Person immer wachsen möge und nie enden. Auch Mudita entspringt der gleichen offenen, freundlichen, verbundenen inneren Haltung wie Metta. Wenn wir mit einem offenen Herzen in Kontakt mit einem Lebewesen kommen, das leidet, entsteht Mitgefühl. Wenn wir mit derselben Offenheit beim anderen Glück oder Freude wahrnehmen, entsteht Mitfreude, Mudita. Es ist ein freudiges Teilnehmen am Glück, an der Freude, am Wohlergehen oder am Erfolg des anderen. Wir können uns sicher selber alle erinnern, wie es sich anfühlt, wenn wir spüren, dass sich jemand über unser Glück mitfreut, freut daran. Es verstärkt unser Glück und wir empfinden oft Dankbarkeit und Verbundenheit. Mudita ist eine freudige Praxis. Sie macht unser Leben freudiger, wir reichen unser Leben mit Freude an und unsere eigene Freude wächst dadurch. In einer bestimmten Weise, aber nur in einer bestimmten Weise, könnten wir sogar sagen, dass es ein bisschen eine egoistische Praxis ist, weil wir damit mehr Freude in unser Leben bringen. Und ich habe das selber erfahren, ich habe über
Weihnacht und Neujahr in einer Alphütte hier im Berner Oberland einen Selbstretreat gemacht und ich hatte die äußerst harten Bedingungen unterschätzt. Es war wirklich extrem hart, aber ich habe Mudita gemacht. Und es war kalt, gefroren, kein Wasser, das WC draußen, 14 Tage hatte ich nichts, also ich habe alles Essen mitgenommen, ich war ganz alleine und ich hatte Schmerzen und so und ich habe Mudita gemacht und ich fühlte mich dermaßen glücklich zeitweise. Ich musste zum Teil im Kuhstall Gehmeditation machen, weil es einfach zu kalt war draußen, aber auch im Schnee, im tiefen Schnee erinnere ich mich, dass ich Gehmeditation machte und gedacht habe, ich bin so glücklich. Wirklich, ich habe fast geweint vor Glück und ich habe mich erinnert, wie ich vielleicht 10, 20, 30 Jahre vorher das Glück so oft im Äußeren gesucht habe und hier äußerst schwierige Bedingungen und ich fühlte mich enorm glücklich mit dieser Mudita-Praxis. Buddha sagt, in einem Kampf mit Gewinnen und Verlieren gibt es nur Verlierer. Mudita üben wir mit dem Satz, möge dein Glück, deine Freude oder dein Wohlergehen immer wachsen und niemals enden. Für die meisten Menschen stellt die Mudita-Praxis eine größere Herausforderung dar als die Karuna-Praxis, weil wir uns im Leiden irgendwie mehr zu Hause fühlen. Leiden scheint uns irgendwie vertrauter zu sein. Beim Sehen von Leiden steigt recht oft spontan Mitgefühl auf. Beim Sehen von großem Glück einer anderen Person kann manchmal Neid oder auch das Gefühl, ich möchte dieses Glück selber haben, auftauchen. Zumindest in meinem Geist sehe ich diese Tendenz. Logischerweise würde es ja mehr Sinn machen, das eigene Leben mit Mudita reicher an Glück zu machen. Wenn es jemandem schlechter geht als uns, fühlen wir uns immer noch besser und können vielleicht Großmut zeigen und Hilfe anbieten. Wenn es aber umgekehrt ist, wenn jemand, der schon sehr viel besitzt, noch mehr dazu gewinnt, oder wenn wir uns schwächer fühlen und jemand anders uns glücklicher erscheint, dann ist Mitfreude eine wahre Herausforderung an unser Vertrauen und auch an unsere Großzügigkeit. Die Mudita-Praxis verlangt Willenskraft und Bemühen und gelingt fast nur auf der Basis von einem gesunden Selbstwertgefühl. Viele Menschen hier im Westen bringen sich selber aber wenig Selbstrespekt und Selbstliebe entgegen. Oft sehen wir an uns selber vor allem, was besser oder anders sein sollte. Wir beurteilen uns oft über die Leistung und viele Menschen fühlen sich tief in ihrem Innern nicht liebenswert. Und darum ist es gerade für uns westliche Menschen sehr wichtig, dass wir genügend Metta und Mudita für uns selber üben. Das bedeutet, dass wir auch unsere positiven Qualitäten bewusst sehen und uns daran freuen und sie wertschätzen. Mudita ist ein sich erfreuen über Erfolg, Gewinn, Besitz, gute Qualität, Wohlergehen oder glückliche Lebensphasen von anderen Lebewesen. In der formalen Mudita-Meditation verwenden wir auch wieder Sätze, mit der Absicht, uns mitzufreuen. Wir üben eine innere Haltung von Freude, des Gratulierens, des Beglückwünschens. Auch Mudita entspringt der Erkenntnis von Verbundenheit von allem Leben und ist eine spontane Manifestation davon. Die Mudita-Praxis kann unsere Tendenz zum Bewerten und Verurteilen mindern und auch unser aversives Reagieren ausgleichen. In der Mudita-Praxis betonen wir ganz bewusst das Gute und das Freudige in uns und auch im anderen. Wir sehen es. Und die Mudita-Praxis kann auch unseren Alltag erleichtern. Wir bemerken, dass wir aktiv beginnen, Ausschau zu halten
nach Menschen, Verhaltensweisen, Erfahrungen und Dingen, die wir wertschätzen und an denen wir uns mitfreuen können. Wir beginnen die Mudita-Meditation-Praxis mit einer Person, bei der es uns leicht fällt, uns über das Glück, das Gute, das Freudige oder auch die guten Qualitäten im Leben dieser Person zu freuen. Bei der Mudita-Praxis ist es wichtig, konkrete Beispiele vom Positiven im Leben des anderen zu nehmen. Wenn sich die Person, mit der wir üben wollen, über etwas freut, braucht es nicht unbedingt etwas zu sein, worüber wir uns auch freuen würden. Wichtig ist hier, dass wir Kontakt mit der Freude der Person aufnehmen. Wenn sich zum Beispiel eine Freundin von mir ein Auto kauft und ich denke, wenn ich so viel Geld hätte, würde ich bestimmt was anderes als ein Auto kaufen, kann ich trotzdem mit dieser Freundin Mudita üben. Ich kann mich einfach an ihrer Freude erfreuen. Ich nehme Kontakt mit ihrer Freude auf. Es ist aber ganz wichtig, dass wir Mudita nicht mit Dingen üben, die an und für sich schädlich sind. Wir üben also nicht Mudita mit der Schadenfreude eines anderen oder damit, dass es jemandem gelungen ist, einen anderen übers Ohr zu hauen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir beginnen die Mudita-Praxis mit jemandem, dem wir von Herzen wachsendes Wohlergehen wünschen und in seinem oder ihrem Leben auch wirklich etwas sehen, worüber wir uns echt freuen können. Oder wir beginnen mit uns selber. Allerdings muss ich auch sagen, dass in Asien, wo diese Tradition ja herkommt, Mudita nie für sich selber geübt wird, sondern immer nur für andere Lebewesen. Das ist eine Abänderung, das westliche Lehrer für den Westen gemacht haben, weil offenbar wurde, dass viele westliche Menschen das brauchen. Ich habe in meinem Mudita-Retreat mit dem Dalai Lama als erster Person geübt und ich konnte mich dann langsam so, ich habe den Dalai Lama oft bei Belehrungen erlebt und ich konnte mich so in seine stark spürbare Freude und natürlich auch positive Energie, die er hat, ich habe mich mit dem verbunden und ich konnte das mit der Zeit dann immer auch deutlicher spüren und wieso auch den Geschmack in mir ein bisschen wahrnehmen. Mudita üben wir mit einem Satz, der das Gefühl der Freude in uns entfachen kann. Herausfordernd kann es werden, wenn wir mit einer schwierigen Person üben, die wir ja eigentlich nicht mögen, wie eine Rivalin oder Konkurrentin. Und man geht auch in der Mudita-Praxis weiter wie bei Metta, dass man immer zu schwierigen Kategorien geht. Oft gehen wir mit dem Gefühl durch die Welt, dass das Glück beschränkt ist. Wenn unsere Rivalin Glück oder Freude erlebt, dann weniger für uns übrig bleibt. Was aber nicht so ist, wie wir ja wissen. Wenn wir einige Zeit Mudita üben, werden wir bemerken, dass wir in unserem Alltag immer mehr Erfreuliches sehen und uns darüber freuen. Und wir beginnen auch, wir spüren unsere Tendenz, nach Erfreulichem zu suchen und plötzlich, ich habe das bei mir bemerkt, sehe ich dann auch unheimlich viele Sachen, worüber man sich freuen kann, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Bei der Mudita-Praxis kann Neid oder Eifersucht auftauchen. Diese werden auch als die entfernten Feinde von Mudita bezeichnet. Da Mudita so eine freudige Praxis ist, stechen Neid und Eifersucht sehr deutlich und schmerzlich hervor. Auch Missgunst ist ein naher Feind oder eine Gegenkraft von Metta. Das habe ich auch bei mir wieder so deutlich gespürt, als ich mit der Person, die ja ich als guter Freund oder gute Freundin bezeichne, geübt habe, habe ich plötzlich gemerkt, wie in mir Neid oder Eifersucht aufsteigt auf Personen, die dieser Person näher sind als ich. Und das war sehr schmerzlich.
Hier kann es helfen, dass wir uns bewusst machen, dass Missgunst uns selber ebenso peinigt, wie die Menschen, gegen die wir dieses Gefühl haben. Der nahe Feind oder die täuschende Manifestation von Mudita ist Schmeichlerei, heuchlerisches, wohlwollendes Getue, so tun als ob. Man spürt den Unterschied recht klar. So wie wir alle wissen, wie es sich anfühlt, wenn wir echtes Mudita erhalten, wissen wir auch, wie es sich anfühlt, wenn jemand vorgibt, sich über unser Glück zu freuen, wir aber spüren, dass es dem anderen eigentlich egal ist oder dass sogar Neid, Eifersucht da ist. Hier ist es ganz wichtig, dass wir uns, wenn bei uns Neid auftaucht, dass wir uns immer wieder klar machen, dass das Glück und die Freude der anderen Menschen uns nichts wegnimmt. Im Gegenteil, durch Mudita wird unser Leben reicher an Freude. Etwas, was ich auch wiederum nach meinem Mudita-Retreat spüren konnte, dass ich viel mehr Freude empfand und es hat erstaunlicherweise auch recht lang angehalten. Also ich merkte eine deutliche Veränderung. Mit Gleichmut oder Upekkha erreichen die Brahma-Viharas ihre Vollendung. Gleichmut bedeutet innere Gelassenheit, Geräumigkeit und nicht wertendes Wahrnehmen, Ruhe des Geistes, unerschütterliche Stille. Wir lernen allen Erfahrungen mit liebevoller Gelassenheit zu begegnen. Gleichmut ermöglicht uns, die angenehmen, neutralen und unangenehmen Erfahrungen zu akzeptieren. Wenn wir uns ernsthaft auf diesen Praxisweg einlassen, ist das schon an und für sich eine Gleichmutsübung. Gleichmut, Upekkha, entsteht aus Erkenntnis und Weisheit. Obwohl wir Metta, Karuna und Mudita praktiziert haben, müssen wir einsehen, dass es nicht in unserer Macht steht, das Schicksal oder Karma eines anderen Menschen zu ändern. Wir wünschen und tun unser Bestes, wir wissen aber, dass wir nicht Kontrolle über Erfolg unserer Wünsche haben. Gleichmut bedeutet, dass wir erkennen, dass ungeachtet unserer guten Wünsche und Taten alle Wesen die Folgen ihres eigenen Tuns zu tragen haben. Wie wir mit schwierigen Umständen umgehen, hängt nicht von den guten Wünschen anderer für uns ab. Es hängt von unserer Fähigkeit ab, mit Gelassenheit und Offenheit dem Schwierigen zu begegnen. Karma heißt Tun und es bezieht sich auf die Absicht hinter unserem Tun. Oft handeln wir gewohnheitsmäßig aufgrund von alten Konditionierungen. Und es sind diese Konditionierungen, die unser Schicksal oder Karma viel mehr prägen als all die guten Wünsche anderer für uns. Gelassenheit schützt uns vor übermäßigem Stolz bei Erfolg und vor Niedergeschlagenheit oder Entmutigung bei Misserfolg unseres heilsamen Tuns. Gelassenheit ist ein Teil der anderen Brahma-Viharas und hat eine direkte Wirkung auf sie. Alle Brahma-Viharas haben den Geschmack aller anderen. Gleichmut verhindert, dass enthusiastische Mitfreude in oberflächlichen Überschwang umkippt. Upekkha üben wir mit dem Satz, dein Glück oder dein Unglück hängt von deinen eigenen Taten ab und nicht von meinen guten Wünschen für dich. Diese Aussage mag kalt und teilnahmslos klingen, aber sie beinhaltet sehr viel Weisheit und Erkenntnis. Wir dürfen Gleichmut auf keinen Fall verwechseln mit Gleichgültigkeit. Und das ist auch der Grund dafür, warum die systematische Gleichmutsübung immer erst als letzte folgen sollte, nachdem wir genügend Metta, Karuna und Mudita entwickelt haben. Aus Liebe und Mitgefühl können wir alles uns Mögliche tun, aber es braucht Gleichmut, um das Resultat, wie immer es auch sei, in Frieden
zu akzeptieren. Gleichmut macht uns also nie gleichgültig oder abgetrennt von anderen, sondern stärkt alle anderen Brahma-Viharas. Wenn wir eine Brahma-Vihara systematisch üben, stärken wir alle vier. Sie unterstützen sich gegenseitig. Es ist Gleichmut, der den anderen Brahma-Viharas die Grenzenlosigkeit gibt und die Fähigkeit, alle Wesen ohne Unterschied gern zu haben. Wenn wir die Brahma-Vihara-Praxis systematisch üben, kommen uns diese Geisteshaltungen oder diese Haltungen auch im Alltag viel leichter und häufiger in den Sinn. Mit jedem Satz pflanzen wir ein Same, der irgendeinmal aufgehen wird. Und oft merken wir erst viel, viel später, dass sich in uns etwas in diese Richtung verändert hat. Wir können die Brahma-Viharas als eine Kunst sehen, die uns fähig macht, unsere alten, konditionierten Verhaltensweisen loszulassen und kreativ zu werden in unseren Reaktionen. Wenn wir merken, dass wir mit unserem Reden oder Handeln in eine unheilsame Richtung gehen, können wir immer leichter, wie beim Fernsehen, den Kanal wechseln und zurück zum Beispiel zu Metta zippen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Mahatma Gandhi. Die Liebe schenkt, weil das ihre Natur ist. Sie überlegt darum nicht, ob sie etwas zurückerhält. Sie ist sich des Gebens nicht bewusst und noch weniger des Empfangens. Liebe trägt ihren Lohn in sich. Durch diese unaussprechliche Liebe entsteht Freude, die alle sogenannten Freuden, die wir wegen äußerer Zustände erfahren, übersteigt. Ich danke fürs Zuhören.